Hallo, ich bin Dietlind und heute stelle ich euch den Huflattich vor. Der Huflattich ist eine ganz besondere Pflanze, finde ich, weil der nämlich Blüten bekommt ganz früh im Jahr und lange, lange bevor die Blätter kommen. Wie man hier auch sieht, da sind nur Blüten und die Blätter, die wachsen erst im Mai. Huflattich gehört zu den Korbblütlern und der wächst am allerliebsten auf lehmigem Boden, so wie hier an der Ostsee, wo wir ganz viel Lehmboden haben. Man sieht ihn aber oft auch auf Braunkohlefeldern. Also Braunkohle ist auch was, wo fast nur Huflattich wachsen kann, weil der ganz bescheiden ist in dem, was er braucht. Hier sieht man sehr schön die Blüten. Und wenn nachher die Blätter rauskommen, kann man auch sehen, warum der Huflattich Huflattich heißt. Weil die Blätter tatsächlich so aussehen wie große Tierhufe. Huflattich war bei den Römern schon bekannt, und zwar unter dem Namen Tussilago, das heißt der Hustenvertreiber. Und tatsächlich hat man Huflattich immer benutzt, wenn man irgendwas mit Husten hatte. Also Reizhusten oder Lungenentzündung oder entzündete Bronchien oder sogar Keuchhusten, immer dann war Huflattich das Mittel der Wahl. Und gute Rezepte sind zum Beispiel, dass man im Frühjahr, also jetzt so im Februar, März, die Blüten sammelt und trocknet und dann im Mai nochmal die Blätter, wenn die dann kommen, das sind so ganz große, nierenförmige Blätter. Und wenn man dann beides getrocknet hat, kann man daraus ein prima Hustensirup herstellen. Den Huflattich kann man aber auch äußerlich anwenden, und zwar als Auflage bei allen Arten von Hautstörungen, also zum Beispiel Ekzemen und Furunkeln oder Juckreiz. Auch dann hat man Huflattich gepflückt, den manchmal auch angemacht, zum Beispiel als Salbe oder auch einfach so auf die Wunde gelegt. Und das ist auch was, was man natürlich heute noch ganz prima machen kann. In den letzten Jahren ist Huflattich in Verruf geraten, weil es hieß, da sind ganz viele Pyrrolizidin-Alkaloide drin enthalten. Man hat angeblich das auch nachgewiesen. Andererseits gibt es auch Experimente, die zeigen, dass Huflattichblätter 200 Gramm, wie man in einem normalen Apothekenpäckchen haben würde, ungefähr so viel Pyrrolizidin-Alkaloide enthalten wie ein Glas Bier. Also es gibt auch Stimmen, die sagen, das ist einfach nur eine Kampagne gegen Heilkräuter und Wildkräuter im Allgemeinen, damit man sich mehr den konventionellen Sachen zuwendet. Kann man so und so sehen. Bekannt ist auf jeden Fall, dass Huflattich seit Jahrhunderten immer angewendet wurde, tatsächlich als Heilpflanze. Und wo wir schon mal beim Thema Huflattich und Husten sind und Hustenreiz und Entzündung, man hat den Huflattich auch angewendet, ganz oft als Zigarette, und zwar als Tabakersatz, hat man sich diese Blüten und später auch die Blätter genommen, getrocknet und richtig als Zigaretten gedrollt und dann geraucht. Und das hat tatsächlich geholfen, und zwar richtig bei Husten und auch bei Epilepsie. Und man weiß zum Beispiel, dass gerade die Hippies in den 60er Jahren sich oft Zigaretten gedreht haben aus Huflattich, teilweise auch noch mit anderen Kräutern gemischt, wie zum Beispiel Thymian, um die Lungen zu reinigen und eben nicht den negativen Effekt zu haben, den man oft mit Tabak hat, in Zigaretten. Interessant ist, dass die Menschen früher die Pflanzen noch mal ganz anders gesehen haben, als wir das heute normalerweise tun würden. Also man hat nicht die Pflanze gesehen und gesagt, oh, das ist jetzt das Heilkraut, das Kraut, das hilft mir gegen Husten, sondern man sah die ganze Pflanze und zum Beispiel auch mit ihrem Zusammenhang zu den Planeten, unter welchem Stern die Pflanze stand und auch ihrer symbolischen Wirkung und vor allem auch ihrem Aussehen. Auch daran konnte man erkennen, was das für eine Art Energie ist, die Pflanze aussendet. Man hat also quasi mit den Pflanzen richtig zusammengearbeitet und sie auch viel mehr ganzheitlich gesehen, als wir das heute machen. Symbolisch gesehen war der Huflattich zum Beispiel ein Lichtbringer, weil klar, es war die fast allererste Blüte im Jahr. Schon Ende Februar, im März konnte man ihn leuchten sehen. Und das war immer so das Zeichen, jetzt ist Frühling, jetzt kommt das Licht zurück und jetzt kommt die Hoffnung zurück. Und so kann man auch sehen, der Huflattich ist tatsächlich ein Lichtbringer. Viele benutzen ihn deswegen auch heute noch, um Schwermut aufzulösen, um wieder Heiterkeit und Zuversicht zu bekommen. Und um auch psychisch diese Wirkung vom ersten Frühling und vom ersten Licht und der ersten Sonne aufzunehmen. Und so hat man zum Beispiel die Blüten von dem Huflattich auch in Alkohol eingelegt und als Tinktur verwendet. Wenn ihr also das Gefühl habt, euch geht es gerade nicht so gut, ihr seid vielleicht mutlos oder ein bisschen geschwächt oder habt ganz viele negative Gefühle, die ihr eigentlich gerade gar nicht brauchen könnt und gar nicht haben wollt, dann ist auch Huflattich ein Mittel, was ihr verwenden könnt. Einfach ein paar Blüten pflücken, wenn ihr welche seht. Natürlich nicht zu viele und immer gucken, wie viel ist da, wie viel kann ich nehmen. Vielleicht auch ein bisschen bei der Pflanze erstmal meditieren, was man auch machen kann, und ein bisschen Kontakt aufnehmen. Gucken, was sagt mir die Pflanze jetzt. Und wenn man sie dann als Lichttinktur zum Beispiel anwendet und mehrmals über mehrere Wochen nimmt, kann einem das auch helfen,
wieder ein bisschen Schwung zu kriegen und ein bisschen positiv in das Jahr zu starten. Nur wenn ihr gerade schwanger seid oder noch ein Baby zu stillen habt, solltet ihr vielleicht wegen der Pyrrolizidin-Alkaloide den Huflattich eher meiden, zur Sicherheit. Und wenn ihr den Huflattich irgendwo finden wollt, dann guckt ihr am besten auch hier auf lehmigen Untergrund wie an der Küste oder auch auf ehemaligen Braunkohlefeldern oder Kahlschlägen. Überall da, wo der Boden eher karg ist und eher lehmig ist, könnte der Huflattich jetzt im März noch blühen. Und dann im Mai kann man auch die schönen großen Blätter finden. Ein ganz spannendes Rezept, wie ich finde, mit Huflattich ist zum Beispiel ein Hustensirup, der hergestellt wird, indem man die Blätter, wenn die dann kommen und auch die Blüten, nimmt und in ein Glas schichtet und dann mal abwechselnd mit Rohrzucker hochschichtet, bis das Glas voll ist. Und das Ganze wird dann mit Pergamentpapier zugebunden und im Garten in ein Erdloch eingegraben. Und dann richtig schön mit einem Brett zugedeckt, wieder zugebracht. Und durch die Hitze, die dort unten ist, also diese Temperatur im Boden, entsteht ein Gärprozess. Und so entsteht dann langsam der Sirup und nach 8 Wochen kann man das Glas wieder ausbuddeln. Dann hat sich wahrscheinlich der Zucker aufgelöst in dem entstandenen Saft von dem Huflattich. Und man hat für den Winter einen wunderbaren Hustensirup, der auch für die Bronchien gut ist und bei allen Lungenleiden. Ich hoffe, euch hat diese kleine Kräuterkunde hier von der Ostsee gefallen. Und wenn ihr auch noch was wisst zum Huflattich oder zu anderen Blühpflanzen oder Kräuterpflanzen, die jetzt schon zu sehen sind, dann schreibt mir das gerne in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!